Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich befinde mich gerade in Münster. Der Umzug ist soweit geschafft. Der liegt jetzt ungefähr so, ich glaube, 5 oder 6 Wochen hinter uns und so langsam kehrt ein bisschen Alltag ein. Ich bin jetzt gerade hier krass beschienen von der Sonne, befinde mich nämlich auf meinem Spaziergang. Es ist morgens an einem Montag und ich dachte mir, es ist eigentlich ganz schön, mal wieder ein bisschen zu vloggen und euch daran teilhaben zu lassen, wie es so letzte Wochen war, was sich so in der Wohnung getan hat. Es hat sich nämlich doch einiges getan. Wir haben die Küche, so gut es geht, fertiggestellt. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber es funktioniert alles. Alles hat soweit seinen Platz, was für mich im Alltag eine sehr, sehr große Erleichterung ist, weil ich nicht so gut funktioniere, wenn alles irgendwie aus Kisten geholt werden muss und alles irgendwie im Chaos versinkt. Also ich brauche, dass das alle Dinge ihren festen Platz haben. Außerdem ist mein Arbeitszimmer größtenteils fertig geworden. Jetzt fehlt halt noch Deko und das zeige ich euch alles in diesem Video. Morgens nehme ich mir aktuell Zeit, ein bisschen für mich zu sein und eine Runde spazieren zu gehen, so ein Stündchen, anderthalb, spiele währenddessen ein bisschen Pokémon Go, um auch die Gegend ein wenig zu erkunden, weil ich ja mich hier noch nicht wirklich auskenne, ist das eine ganz gute Möglichkeit und dann starte ich auch schon in meinen Arbeitstag. Und ja, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal einen kleinen Blick zurückwerfen in die letzte Woche und da habe ich mich nämlich um mein Arbeitszimmer gekümmert. Das ist jetzt gerade die Situation in meinem Arbeitszimmer. Ich habe hier den einen großen Spiegel, der aber eigentlich hinter mich soll und das Kallax-Regal da soll weg. Ich habe eben Wandfarbe für diese Wand hier gekauft und ja, die werde ich jetzt gleich direkt verpinseln und mich um diese Sachen hier kümmern. Das ist noch ein Stück, was wir für die Küche brauchen. Ein paar Leisten, die wir nicht gebrauchen können und Spiegel, die stelle ich bei Kleinanzeigen rein. Einfach, damit die Sachen hier endlich wegkommen und ich das Zimmer so nutzen kann, wie ich das vorhabe. Und zwar wirklich hier als YouTube-Hintergrund. Denn der Platz ist auf jeden Fall da und ich hätte gerne eine Ecke, wo ich auch ein bisschen Sport machen kann. Ich vermute mal, dass das dann hier oder so sein wird. Aber we will see. Ich werde jetzt erstmal alles abkleben und dann anfangen, hier zu streichen. Und dann habe ich erstmal natürlich die ganze Wand ordentlich abgeklebt, sodass da keine Sachen passieren, die nicht passieren sollen. Zum Beispiel, dass ich die dunkle Farbe auf die Decke pinsel oder auf den Boden. Ja, das Klebeband war aber auch nur so semi-gut, weil trotzdem sind die Kanten nicht perfekt geworden, was mich ein bisschen geärgert hat. Die Farbe habe ich mir individuell im Baumarkt anmischen lassen, da kann ich euch also keine direkte Empfehlung geben. So, die Wand ist soweit fertig und im Hintergrund seht ihr es schon, da sind unausgepackte Möbel offensichtlich von wo. Ich habe super viel im Internet recherchiert, ich habe halt so einen speziellen Stil im Kopf gehabt, ich habe gebraucht, nichts gefunden und die Sachen sind sehr, sehr teuer. Die meisten anderen Marken, die sowas Ähnliches machen, da liegen wir dann bei 1000 bis 1500 Euro. Ich habe nicht unendlich viel Geld und das war auch schon teuer genug. Man muss halt gucken, wo das eigene Budget liegt und was in der eigenen Macht steht. Ja, das ist ein Sideboard, was hier quasi die Fläche füllen wird. Und das ist in Holz gehalten und in Schwarz. Passt also, finde ich, ziemlich gut zur Wand. Und das werde ich jetzt mal aufbauen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, weil dann kann in dem Sideboard nämlich das rein, was jetzt hier in diesem alten Kallax-Regal ist. Dann werde ich das bei Kleinanzeigen reinstellen und dann kann nämlich der Spiegel hier hinter an die Wand und dann hat man hier wieder ein bisschen mehr Space. Und für da oben habe ich das gleiche Regal nochmal gekauft, sodass ich auch da die Sachen griffbereit habe, die ich regelmäßig brauche, sowas wie meine Kamera und so. Ich bin so glücklich, wenn dieser Raum endlich so seine finale Form erreicht. Ich wünschte, der Aufbau würde immer so schnell gehen, wie das hier zu sehen ist, aber das war recht unkompliziert und mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich werde hier auf jeden Fall allerdings noch ein Licht kaufen müssen, da ist nämlich noch keins drin und mir überlegen, wie ich das mit den Sportsachen mache, weil eigentlich hätte ich ja auch ganz gerne noch eine Ecke, die ich für Sport nutze. Aktuell ist der Spiegel jetzt hier. Ich denke mal, wenn ich mal so Outfit-Posts mache, ist das halt ein echt schöner Hintergrund. Ich hätte hier gerne noch so ein paar Erdtöne, die den Schrank ergänzen. Und hier auf der Wand sollen noch einige Bilder hinkommen. Aber das darf jetzt nach und nach kommen. Ich wollte da im Sozialkaufhaus mal schauen nach Bilderrahmen, die ich verwenden kann und dann einfach selbst irgendwelche Bilder zusammenstellen. Und mein Arbeitsplatz ist jetzt auch fertig. Ich habe da oben jetzt 2 Regale als Stauraum für die Sachen, die ich immer griffbereit habe. Einmal so mein Papierkram, wenn irgendwas reinkommt oder irgendwas noch erledigt werden muss, dann kommt es da rein und dann arbeite ich das so einmal die Woche oder so ab. Hier die Sachen, die schnell verfügbar sein müssen. Meine Kamera, meine Akkus, Stativ, Festplatte und so weiter. Das, was ich jeden Tag benutze. Und da oben habe ich noch ein bisschen Platz. In der Ecke ist auch ganz praktisch. Da habe ich noch meine Matte und auch noch Filmequipment. Die beiden Stative, die ich hier täglich brauche, sind hier. Und hier habe ich noch eine freie Wand. Das ist ganz gut. Dann kann ich nämlich hier auch meinen Greenscreener aufstellen, wenn ich den brauche. Und ja,
damit bin ich sehr zufrieden. Ansonsten denke ich, werde ich hier noch ein bisschen was mit den Wänden machen. Auf jeden Fall jetzt ein sehr schöner Raum und ich freue mich schon, wenn ich das als Videohintergrund verwenden kann, wenn ich mir vorstelle, dass ich die Kamera irgendwie hier aufstelle und im Vordergrund bin und das dann im Hintergrund ist, das stelle ich mir sehr gut vor. Ich finde, in diese Ecke passt auch sehr gut eine große Pflanze. Das ist da jetzt nur provisorisch. Ja, we will see. Ja, und jetzt sind wir hier auch schon in meinem Büro. Der Hintergrund wird noch ein kleines bisschen sich verändern, aber ich freue mich einfach hier einen Arbeitsplatz zu haben, der wirklich Arbeit ist, wo ich dann am Ende des Tages die Tür schließen kann und sagen kann, okay, jetzt ist Feierabend, denn es sind doch einige Projekte, die ich aktuell parallel mache. Zum einen ist es der Just Vegan Account auf Instagram. Da gibt es regelmäßig vegane Rezepte. Da versuche ich so 2-3 Mal die Woche aktuell hochzuladen mit hochwertigeren Rezepte-Videos, die ich wirklich mit der Kamera produziere und das dann schneide und so. Das ist doch ein bisschen mehr Arbeit, aber da kann dann eben auch der künstlerische Teil ein bisschen mehr, ja, untergebracht werden, als wenn ich das einfach so mit dem Handy nebenbei filme. Und das motiviert mich dann wiederum auch, neue Rezepte auszuprobieren. Denn sonst ist man so in seinem alltäglichen Trott und so, was ich ja schade finde. Dabei gibt es so viele tolle Lebensmittel, die man einfach mal ausprobieren könnte. Und ja, ich würde sagen, es ist Zeit für Frühstück. Es ist 11 Uhr. Ich frühstücke meistens relativ spät. Und die Küche hat, glaube ich, viele Leute interessiert. Und die zeige ich euch jetzt mal. So, und jetzt sind wir hier in der Küche. Und hier ist soweit eigentlich schon alles fertig. Zumindest den Teil, den ihr jetzt hier sehen könnt. Die Leisten und Ecken fehlen immer noch, weil die Leisten, die wir ja bestellt hatten, nicht passten. Wir mussten wegen dem Fenster, was hier an der Seite ist, die ganze Küche ganz, 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 ganz tief halten, damit wir die Fenster noch öffnen können, weil halt hier direkt die Fensterbank ist und es ist natürlich blöd, die Fenster nicht öffnen zu können. Das bedeutet aber, dass die Leisten, die unten quasi die Küche abschließen, noch nicht da sind. Wir haben auch aktuell keine Motivation, das zu machen, um ganz ehrlich zu sein. Und hier die Abschlussleisten fehlen auch noch, weil die zugeschnitten werden müssen. Und dazu haben wir auch keine Motivation. Aber der Rest steht soweit. Und ich glaube, das Herzstück der Küche ist wirklich dieses Vorratsregal. Einige Sachen sind jetzt hier gerade noch leer. Die werden auch noch gefüllt. Das werde ich auch gleich nochmal machen. Ja, und ansonsten sieht die Seite so aus. Die sieht man in den Videos eher nicht, weil ich die andere ein bisschen schöner finde. Aber hier ist halt mein alter Herd, der Ofen. Eine Dunstabzugshaube, es ist auch cool, eine zu haben. Die hatte ich halt in der letzten Wohnung nicht. Hier sind so Teller und Schüsseln und so und eine Pfanne, die gespült werden muss. Hier ist noch ein Paket, das ich noch gleich ausräumen muss. Damit bin ich super, super zufrieden. Genau, so ein kleiner Tritt ist auch nicht verkehrt, weil die Küchenregale hier relativ hoch sind. Und um zum Beispiel da oben an die Sachen zu kommen, ist es manchmal ganz gut, so einen kleinen Tritt zu haben. Das war so mein Wunsch, bevor ich irgendwelche gefährlichen Sachen mache, wozu ich neige, wenn Dinge zu aufwendig sind. Genau. Und ich würde sagen, ich bereite jetzt mal mein Frühstück vor, aber zuerst packe ich noch dieses Paket mit euch aus. Und zwar kam mein neues Koro-Paket an und da sind die Dinge drin, die ich aktuell super gerne esse, wie zum Beispiel Macadamia-Kerne. Macadamias sind einfach unfassbar lecker und ich vertrage sie auch gut, das ist auch noch ein Grund. Und damit mache ich total gerne ein veganes, leckeres Pesto mit frischem Basilikum, mit gutem Olivenöl und so. Und das zum Beispiel in einem Nudelsalat ist unfassbar gut. Deswegen sind direkt 2 Packungen dieser Macadamia-Kerne mitgekommen. Und 1 Kilogramm Pistazienmus. Vielleicht habt ihr das Rezept auch schon gesehen mit dem Pistazienmus-Eis. Ich habe nämlich den Eimer komplett leer gemacht. Beziehungsweise ein letzter trauriger Rest ist immer, der da noch rausgekratzt werden will. Aber das ist wirklich nicht mehr viel. Und dann ist einmal mein Kürbiskernprotein mitgekommen. Und einmal Hanfprotein. Beides auch in Bio-Qualität. Ich wurde nämlich zum Beispiel auch gefragt, wie ich das denn eigentlich mache mit Histaminarm und trotzdem genug Proteine zu mir zu nehmen. Es ist nicht immer ganz einfach, weil ja alle Hülsenfrüchte rausfallen. Auch so Fleischersatzsachen und so, die auf Basis von Gluten sind und so, vertrage ich nicht so gut. Das heißt, ich muss gucken, wie komme ich auf meinen Proteinbedarf. Und das mache ich hauptsächlich, indem ich morgens entweder pures Hanf oder pures Kürbiskernprotein in mein Frühstück packe. Dann noch mit so Dingen wie Hanfsamen, mit Leinsamen, mit Haferflocken und auch so Dingen wie Quinoa und so. Das geht ganz gut. Aber ich würde sagen, ich fülle jetzt erstmal hier die Gläser im Regal auf, denn davon ist schon einiges ziemlich leer. Und wenn ihr auch noch auf der Suche nach Großpackungen von Vorräten seid, es gibt bei Koro auch noch viel, viel mehr als diese Basic-Sachen. Es gibt super leckere Snacks, es gibt alle möglichen Nussmusse, es gibt herzhafte Dinge, es gibt süße Dinge, Aufstriche, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Dann benutzt gerne meinen Code LUNAJAZZ, damit spart ihr immer 5% auf eure Koro-Bestellung.
So, und dann mache ich jetzt wieder mein tägliches Frühstück, was ich allerdings unterbrechen muss in 2 Tagen. Und zwar aus dem Grund, weil ich in ein paar Tagen eine Darmspiegelung habe. Ich habe mich jetzt dazu bemüht und durchgerungen, hier in Münster eine Person zu finden, die das durchführt, und habe den Termin bei mir in der alten Stadt abgesagt, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe, weil ich ja jetzt schon seit Monaten Probleme mit Histamin habe und krass darauf reagiere, und die Basis ist irgendwo im Darm und es wurde halt noch nie gemacht, und wir wollen jetzt halt herausfinden, ob eventuell irgendwas anderes quasi die Basis von meiner Problematik sein könnte, zum Beispiel eine Zöliakie, dass der Darm halt eben durch die Glutenunverträglichkeit entzündet ist, oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Deswegen wird dann halt der Magen und auch der Darm gespiegelt und sich das alles einmal angeschaut, und dementsprechend muss ich meine Ernährung dann umstellen. Ich darf nur noch heute und morgen Körner und so ballaststoffreiche Sachen essen und danach nicht mehr. Ich bin gespannt, was ich dann überhaupt noch so essen kann, was ich gut vertrage. Aber Kartoffeln gehen immer. Ich liebe Kartoffeln in jeder Art. Gekochte Kartoffeln, kalte Kartoffeln. Ich mag Reis. Also das wird schon. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das angehe und dann vielleicht ein bisschen mehr weiß und weiß, wie ich das Ganze behandeln kann und wie ich meinem Darm dann was Gutes tun kann. Und ihr habt ja gerade schon Krümel gesehen, die hier rumwuselt. Ich zeige euch jetzt nochmal die anderen Kätzchen. Die verstehen sich mittlerweile ziemlich gut miteinander. Und jetzt sind wir auch im nächsten Zimmer, und da oben seht ihr schon die kleine Maus. Das ist Luna. Und die ist noch von allen dreien, würde ich sagen, am schreckhaftesten bzw. am reserviertesten, vor allem jetzt Krümel gegenüber. Aber sie fressen auch schon an einem Futternapf, und das ist natürlich schon Gold wert. Und der dritte im Bunde ist Filou, und ich glaube, dass der auf dem Stuhl von meinem Freund liegt. Da ist er. Na? Na? Liegst du da fein? Ja, bei denen ist es halt so, dass die sich eigentlich ganz gut verstehen, also Filou und Krümel, weil Filou recht neugierig ist und auch nicht ganz so schreckhaft ist. Er kommt Krümel sehr nah, schnuppert an ihr, manchmal wird noch gefaucht und gebrummt, aber in der Regel läuft es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Es gab noch keinen einzigen Fight hier. Das Einzige, was getan wurde, ist schon mal die Pfote zu heben. Das passiert aber meistens dann, wenn Krümel erst sehr spät merkt, dass eine andere Katze vor ihr steht. Die sieht nicht mehr gut, die hört nicht mehr gut, bei ihr geht halt sehr viel über den Geruch, und dass sie sich dann wirklich erschreckt, wenn die andere Katze direkt vor der Nase sitzt und dann halt drohend die Pfote hebt. Aber ich denke, wir können es da sehr glücklich schätzen, dass das so gut geklappt hat. Wir haben versucht, kein großes Drama drum zu machen, die Katzen zu beruhigen, wenn die sich begegnet sind, und gleichzeitig zu streicheln, denen gleichzeitig Futter zu geben. Und da sind wir wirklich sehr zufrieden mit dem Fortschritt, und es wird halt immer noch von Tag zu Tag besser. Vor kurzem saßen Filou und Krümel beide in ihrem Napf und haben sich da nochmal krass beschnuppert, und das hat mich einfach richtig gefreut zu sehen, wie gut die miteinander halt mittlerweile so klarkommen. Wenn die dann noch gleichzeitig zum Beispiel auf der Couch sind, dann wäre das natürlich ein Fortschritt. Aber ich glaube, alleine schon beide gleichzeitig zu streicheln, dass beide schnurren, während sie so ein Stück voneinander entfernt sind, ist schon ein sehr gutes Zeichen. Na, möchtest du auch? Das ist jetzt hier das beste Beispiel. Die sind so nah beieinander, er ist freiwillig gekommen. Er schnurrt zwar noch nicht, aber sie. Ich meine, das ist jetzt schon ein Zeichen von ihm, ne? Jo. In einen fast leeren Pistazienmus-Pot von 1 Kilo Vanilleeis reinzufüllen, Schokolade drüber zu machen. Dekadent. Wie dekadent kann man sein? Ja. Möchtest du dich auch mal vorstellen, Schatz? Luni? Kriegen wir auch eine kleine Katzenrolle? Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich Luna schon mal so gezeigt habe, weil die ja ein bisschen schüchtern vor der Kamera eigentlich ist. Aber die ist halt manchmal in so einem sehr, sehr, sehr kuscheligen Modus und kommt dann her und rollt sich auf den Boden, lässt sich überall streicheln. Und sie ist halt sehr, sehr schreckhaft. Die beiden Katzen von meinem Freund sind aus dem Tierschutz. Die hat er dort vor, ich glaube, 4, 5 Jahren adoptiert. Die sind um die 5 Jahre alt. Und ja, die kleine Maus hat halt sehr schnell Angst und ist sehr schnell weg. Und mit der muss man ganz vorsichtig sein. Aber die ist halt bei mir extrem schnell aufgetaut. Das war auch so eine Sache, die ich super schön fand, als mein Freund und ich uns kennengelernt haben. So in der Anfangsphase, bei einem der ersten Dates war ich dann bei ihm, saß auf der Couch und hatte so die Decke über mir, weil mir dauernd kalt ist. Wir haben uns ja im Winter kennengelernt.
Und dann hat sie sich einfach da drauf gelegt. Und das hat Luna in den ganzen letzten Jahren bei meinem Freund nicht einmal gemacht. Und sie macht das halt bei mir am ersten Tag, wo sie mich kennengelernt hat. Und ich fürchte, ab dem Zeitpunkt musste er mich dann als Freundin nehmen, weil seine Katze mich schon ausgesucht hat. Das letzte Mal mein tägliches Frühstück. Und ich habe tatsächlich heute das allererste Mal, beziehungsweise ich habe es schon mal gemacht, aber es ist schon sehr lange her, Pflanzendrink selbst gemacht. Und zwar habe ich Haferdrink gemacht. Man sieht hier, dass sich das ein bisschen absetzt, was ganz normal ist, weil da ja keine Emulgatoren drin sind, die verschiedene Konsistenzen miteinander verbinden. Das Rezept gibt es auf Jess Vegan. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in meinem Frühstück macht. Ich glaube, ich werde bald nochmal ausprobieren, so Nussmilch selbst zu machen. Da bin ich auch schon neugierig drauf, wie das so schmeckt. Zum Beispiel Hanfsamen integriere ich total gerne in meine Ernährung. Und da vielleicht mal eine Nussmilch draus zu machen, kann man ja ausprobieren. Und das soll es dann für den Moment auch gewesen sein. Wenn euch noch spezielle Bereiche aus der Wohnung interessieren, wie wir die umgestalten, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Da wird bald auch noch einiges passieren. Zum Beispiel das Schlafzimmer wollen wir komplett verändern, weil wir da sehr unzufrieden mit der Bett- und Schranksituation sind. Im Arbeitszimmer hier wird sich noch ein bisschen was tun und das ein oder andere Projekt in der Wohnung sowieso. Weil die Sachen, die wir jetzt hier mit in die Wohnung gebracht haben, sind natürlich komplett zusammengewürfelt und wir würden insgesamt gerne mehr so ein bisschen natürlichere Wohnung haben und weg davon, so cleane weiße Möbel zu haben, sondern mehr so mit braunen Tönen und so zu arbeiten. Wenn euch was davon interessiert, auch was Organisation und so angeht oder ihr einen kompletten Einblick in die Küche haben wollt oder so, packt es gerne mal unten in die Kommentare und ich überlege mir, was ich davon dann umsetze. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.